Na, ihr Lieben, habt ihr Lust auf eine richtig cremige One-Pot-Pfanne mit Gnocchi und Blumenkohl in herrlich cremiger Soße, ein bisschen grüner Petersilie? Na, dann seid ihr heute hier bei mir genau richtig. Los geht's mit dem Rezept. Ja, hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal Carinas Kochecke. Heute gibt es tatsächlich wieder vegetarisch, weil ich einfach viele Reste noch aus dem alten Jahr verbrauchen möchte, um nichts wegschmeißen zu müssen. Es gibt eine leckere Gnocchi-Pfanne mit TK-Blumenkohl in einer pikanten Käsesahnesoße. Dafür verwende ich hier diesen Brissot-Käse, den habe ich noch übrig. Und an Gewürzen braucht ihr nur Muskat, Paprika edelsüß, so. Und Salz. Auf Pfeffer verzichte ich, denn dieser Käse, der ist mal richtig scharf. Und ich habe hier noch so ein bisschen TK-Petersilie, die mache ich auch mit rein. Bisschen Öl zum Anbraten. Und das war's auch schon an Zutaten. Mehr braucht ihr gar nicht. Und dann legen wir mal direkt los. Den Herd habe ich auf mittlere Stufe gestellt. Die Pfanne ist jetzt heiß. Ich gebe jetzt etwas Öl rein. Und dazu geben wir jetzt direkt erstmal unsere Gnocchi. Und die lassen wir jetzt erstmal ein bisschen braun werden. Das dauert jetzt ein paar Minuten. Ich werde die jetzt so ein bisschen in dem Öl wenden, dass sie gut benetzt sind. Und dann lasse ich die erstmal so schätzungsweise 5 bis 10 Minuten, irgendwas dazwischen, so 7, 8 Minuten, schön vor sich hinbraten, bis sie schön goldbraun sind. Und dann sehen wir uns wieder. Die Gnocchis, die haben jetzt eine schöne goldene Farbe bekommen, sollen auch nicht zu dunkel werden. Und jetzt geben wir unseren TK-Blumenkohl dazu. Den habe ich antauen lassen. Einmal gut verteilen. So. Jetzt machen wir den Deckel drauf und schalten auf etwas niedrigere Stufe zurück, dass es nicht so wild brät, aber es sollte schon braten. Es muss ja gar werden. So, das dauert jetzt auch so circa 5 Minuten. Ihr solltet immer mal wieder durchrühren, damit der Blumenkohl schön von überall Hitze bekommt. Und dann geht's weiter. Die Gnocchis und der Blumenkohl zusammen haben jetzt noch mal so circa 6 Minuten gegart und es duftet fantastisch schön nach Blumenkohl. Und das schaut auch sehr gut aus. Der Blumenkohl ist relativ weich schon. Der wird ja gleich noch in der Soße ein bisschen köcheln. Dann ist alles gemeinsam gar. So, jetzt würde ich sagen, würzen wir das Ganze erstmal. Und zwar mit Salz. Muskatnuss. Und ein bisschen Paprika. Ich habe hier Edelsüßes. So, das verrühren wir jetzt einmal richtig gut. Und dann machen wir das Söschen. So. Und wie ihr seht, das ist wirklich ein relativ zügiges Rezept. Jetzt habe ich hier noch mein Brissot Kirschtomate Chili. Den gebe ich jetzt dazu. Und dann machen wir uns ein leckeres, cremiges Sößchen raus. Weil so für auf dem Brot ist er in Ordnung, aber doch schon ganz schön scharf. Und ich finde, im Essen mag ich es lieber persönlich, wenn es scharf ist. So. Da geben wir jetzt gleich einen Schuss Sahne zu, damit wir die Soße direkt anrühren können.
für mich aufgehen. Jetzt aber. Erstmal so ein halbes Paket. Und dann rühren wir das schön ein und lassen das alles schön miteinander schmelzen. Boah, es duftet fantastisch. Und der Käse, der hat einen richtig schönen Tomatengeschmack, kann ich tatsächlich empfehlen. Ist halt nur ein bisschen scharf. So, jetzt gebe ich den Restsahne noch mit dazu. Ich benutze ja immer dieses Cremosano mit 7% Fett. Jetzt können wir das Ganze schön niedrig stellen, dass es nur noch so eben blupst. Und dann lassen wir das Ganze nochmal so zusammen 2-3 Minuten mit Deckel köcheln. Dann kann das schon abgeschmeckt werden. Ich liebe so einfache, schnelle Gerichte und vor allem, so braucht man nichts wegschmeißen. Es gibt nichts Schlimmeres als Lebensmittelverschwendung. Und wenn man dann noch vom letzten Jahr so viel übrig hat, muss man sich einfach nur ein bisschen was einfallen lassen, was man damit anstellen kann. So, jetzt gebe ich noch ein bisschen von der Petersilie dazu, die hätte ich fast vergessen. Die kann dann auch noch die 3 Minuten schön mitbrutscheln. Werde ich so das halbe Paket verwenden und den Rest, den kann man mal einen Tag im Kühlschrank stellen und den nächsten Tag verwenden. Darf man dann halt nur nicht irgendwie mit einem dreckigen Löffel oder so reingehen, aber sonst geht das schon. So. Petersilie rühre ich jetzt auch nochmal schön ein. Es gibt dem Ganzen eine schöne Farbe und die TK-Kräuter, ich mag die ganz gerne. Die schmecken eigentlich ganz gut, da kann man nicht meckern. Finde ich noch besser wie getrocknete und jetzt im Winter habe ich einfach keine frischen Kräuter. Da greife ich sehr, sehr gerne auf TK-Kräuter zurück. So. Ja. Und jetzt lassen wir das Ganze, wie gesagt, noch so 3 Minuten auf niedriger Stufe sanft vor sich hinköcheln. Und dann sehen wir uns gleich wieder und schmecken gemeinsam ab. Das Ganze hat jetzt circa noch mal 3 Minuten gebrutschelt. Jetzt schmecken wir das Ganze mal ab und schauen, ob alles gut gar geworden ist. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Blumenkohl auch probieren. Ist nur heiß, kleinen Moment. Super. Der Blumenkohl hat noch einen schönen Biss. Schärfe ist super. Ah, da fehlt noch ein bisschen Würze. Auf jeden Fall noch ein bisschen Salz. Und auch ein bisschen Muskat. So. Dann schauen wir mal, ob das jetzt reicht. Ich mache das auf jeden Fall schon mal aus. Und jetzt geht es nur noch ums Würzen. Da ist noch so eine Hitze in der Pfanne. Da kann man die Herdplatte schon ausmachen. So, mal alles gut durchrühren. So, und dann werden wir das nochmal probieren. Viel besser. Ja, so finde ich es perfekt. Jetzt machen wir uns eine Portion auf den Teller. Und es schmeckt wirklich richtig gut. Ihr habt die Gnocchi, die haben eine schöne Kruste drumherum. Das heißt, ihr habt auch ein bisschen, nicht nur so Kartoffelbrei, sondern
jetzt auch nicht unbedingt knusprig wegen der Soße, aber es hat eine tolle Konsistenz. Und der TK-Blumenkohl, der ist auch noch wunderbar, richtig schön, der hat noch Biss. Ich finde das super. Ich brauche das nicht so matschig und kann ich tatsächlich empfehlen. Guten Appetit! Ja, ich freue mich, dass ihr wieder hier wart. Und sagt dann einfach mal bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und lasst doch bitte ein Like und auch ein Abo da. Würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Tschüss! Na, ihr Lieben, schaut das nicht lecker und cremig aus? Super schnell gemacht. Das ist in 15 bis 20 Minuten fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Guten Appetit!